Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Ich bin wieder zurück in Deutschland. Ich war jetzt einen Monat in Thailand. Wir hatten einen echt geisteskranken Urlaub. Aber ab heute geht der Monk-Mode wieder los. Ab heute werde ich extrem hart an meinen Zielen arbeiten. Ich werde den ganzen Tag arbeiten, werde ins Fitnessstudio gehen, werde mich zu 100% perfekt ernähren. Und was braucht man dafür, um an seinen Zielen erfolgreich zu arbeiten? Natürlich, man braucht eiserne Disziplin. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Ich erkläre euch, wie man in 6 Schritten extrem diszipliniert werden kann und alle seine Ziele ohne Probleme erreichen kann. Let's go! Punkt Nummer 1. Und dazu müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was ist Disziplin überhaupt? Disziplin ist nichts anderes als die Beherrschung des eigenen Willens und der eigenen Gefühle, um Ziele zu erreichen. Das heißt im Endeffekt, ich muss in der Lage sein, Dinge zu tun, auf die ich keinen Bock habe. Ich beherrsche meine Gefühle. Das heißt, ich fühle mich nicht danach, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich mache es aber trotzdem. Das ist Disziplin. In anderen Worten ausgedrückt, Disziplin ist es, Dinge zu tun, auf die man keinen Bock hat. Denn wenn ich auf eine Sache Bock habe, dann brauche ich keine Disziplin. Dann ist es einfach. Wenn ich Bock habe, ins Fitnessstudio zu gehen, wenn mir Training Spaß macht, dann brauche ich dafür keine Disziplin. Natürlich gibt es Tage, an denen ich keine Motivation habe, an denen ich schlecht gelaunt bin. Und dann muss ich natürlich trotzdem ins Training gehen. Und dann brauche ich natürlich Disziplin. Und wenn man das verstanden hat, was Disziplin ist, also Dinge, auf die man keinen Bock hat, dann ist es natürlich auch logisch, wie man Disziplin aufbaut. Richtig, ihr müsst Dinge tun, auf die ihr keinen Bock habt. Und das kann man trainieren. Das kann man natürlich mit den Dingen trainieren, die man sowieso machen muss. Aber diese Dinge sind oftmals sehr schwierig. Und deswegen macht es Sinn, wenn ihr euch Disziplin aufbauen wollt, dass ihr mit kleinen Dingen anfangt. Dinge, die euch wehtun, die unangenehm sind, die ihr aber trotzdem einfach regelmäßig durchzieht. Ich glaube, eines der besten Beispiele, wie man Disziplin aufbauen kann, ist kaltes Duschen. Keiner hat Bock auf eine kalte Dusche. Auch nicht die Leute, die das schon seit 2 Jahren durchgehend machen. Auch die haben keinen Bock auf eine kalte Dusche. Aber wenn ihr kalt duschen geht, dann baut ihr einfach unfassbar viel Disziplin auf. Es ist eine Eigenschaft, auf die man überhaupt gar keinen Bock hat. Es ist auch kein großer Aufwand, eine kalte Dusche zu machen. Jeder duscht sowieso jeden Tag. Hoffe ich zumindest mal. Und dann duscht doch einfach mal kalt. Und wenn euch das am Anfang zu viel ist, dann duscht einfach nur die letzten paar Sekunden kalt. Und dann steigert euch nach und nach. Duscht am Anfang warm, am Ende kalt. Und dann lasst den Zeitraum, der kalt ist, am Ende immer, immer größer werden. Tag für Tag für Tag. Und irgendwann duscht ihr nur noch kalt. Und so habt ihr schon mal einen guten Weg, ihr wirklich Disziplin aufbauen könnt. Und wenn ihr das natürlich verstanden habt, wie man Disziplin aufbaut, dann achtet mal in eurem Alltag darauf, dass immer wenn ihr eine Sache findet, auf die ihr wirklich gerade keinen Bock habt, dass ihr euch einfach sagt, hey, jetzt habe ich die Chance, Disziplin aufzubauen. Wenn man dafür ein Gespür bekommt und so durch den Alltag läuft, dann entdeckt man auf einmal ganz viele Möglichkeiten, durch die man Disziplin aufbauen kann. Schritt Nummer 2. Wer eiserne Disziplin will, der braucht Selbstvertrauen. Denn was ist Selbstvertrauen? Selbstvertrauen bedeutet, dass ihr euch selbst vertrauen könnt. Wenn ich mir also sage, ich gehe heute ins Gym und mach's auch, dann stehe ich zu meinem Wort und kann mir selbst vertrauen, weil ich das mache, was ich mir sage. Wenn ich aber sage, ab morgen wird hart gearbeitet, ich wache morgen auf und arbeite nicht hart, dann mache ich nicht das, was ich mir sage und somit geht mein Selbstvertrauen runter. Und es ist extrem wichtig, dass ihr langfristig Selbstvertrauen aufbaut, denn ohne Selbstvertrauen könnt ihr logischerweise keine Disziplin haben. Ihr müsst euch selbst erstmal vertrauen. Und wie kann man das jetzt trainieren? Achtet darauf, dass ihr euch Dinge selbst sagt und diese auch umsetzt, um Selbstvertrauen aufzubauen. Fangt da klein an. Nehmt euch zum Beispiel vor, hey, ich mache mir jetzt mein Bett und dann macht euer Bett. Ihr habt ein bisschen Selbstvertrauen aufgebaut. Sagt euch, ihr werdet jetzt eure Wohnung aufräumen und räumt auf. Siehe da, ihr habt schon wieder mehr Selbstvertrauen aufgebaut. Und das macht ihr Tag für Tag. Sucht euch kleine Dinge raus, die ihr euch wirklich selbst vornehmt und dann unbedingt macht. Das ist das Wichtige, dass ihr das macht, was ihr euch selbst sagt. Und nach könnt ihr euch dann an immer größere Aufgaben ranwagen. Wichtig ist nur, dass ihr die auch wirklich, wirklich macht. Und natürlich ist es wichtig, dass ihr euer Selbstvertrauen nicht wieder erschüttert. Das heißt, seid wirklich vorsichtig mit dem, was ihr euch vornimmt. Nehmt euch nicht zu viel vor, denn wenn ihr beispielsweise den ganzen Tag gar nichts macht, dann sagt nicht, ab morgen wird 8 Stunden am Tag durchgehend gearbeitet. Vielleicht macht ihr das sogar einen Tag, vielleicht auch 2 Tage, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo ihr das nicht mehr macht, weil ihr einfach nicht die Disziplin dafür habt. Und sobald ihr das dann nicht mehr macht, erschüttert ihr euer Selbstvertrauen. Deswegen fangt langsam an, baut nach und nach euer Selbstvertrauen auf
Und irgendwann funktioniert es automatisch, dass ihr immer das macht, was ihr euch selbst auch sagt. Punkt Nummer 3, Commitment. Commitment ist extrem wichtig, um Disziplin aufzubauen. Was genau bedeutet das jetzt aber? Das bedeutet, wenn ihr beispielsweise ein Ziel habt, an dem ihr Tag für Tag dran arbeiten wollt, dann wird es vermutlich irgendwann sein, dass ihr an einem Tag einfach keine Lust habt, an dieser Sache zu arbeiten. Und irgendwann werdet ihr vermutlich auch einen Tag lang nicht an eurer Sache arbeiten. Im schlimmsten Fall löst es dann sogar so eine Abwärtsspirale aus und ihr seid dann auf einmal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen überhaupt nicht mehr dran, eure Ziele zu verfolgen. Und damit das nicht passiert, committet euch, eine Sache jeden Tag zu tun. Und damit dieses Commitment auch funktioniert, macht das Ganze öffentlich auf Social Media oder sagt es euren Freunden. Ich habe mich zum Beispiel dazu committed, jeden Tag ein Video zu machen. Das heißt, ich lade hier auf YouTube seit mittlerweile 45 Tagen jeden Tag ein Video hoch. Und das ist ein Commitment. Das heißt, ich weiß, ich muss dieses Video hochladen. Und die Leute können das auch sehen, öffentlich. Ihr könnt sehen, wenn ich das Video nicht hochlade. Und das darf mir einfach nicht passieren. Ich will nicht, dass das passiert, weil dann alle wissen, dass ich nicht zu meinem Wort stehe und dass ich nicht das durchziehe, was ich mache. Und genau deswegen ziehe ich es durch. Wenn ich dieses Commitment nicht getroffen hätte, dann würde ich nicht Tag für Tag an mein Ziel arbeiten. Deswegen rate ich euch nur, wenn ihr ein Ziel habt, committet euch, sagt, ihr macht jeden Tag das und das, ihr macht jeden Tag das und das und postet es auf Social Media. Oder macht ein Commitment mit euren Freunden, mit eurer Familie. Ich hatte zum Beispiel früher mit einem Freund eine Vereinbarung, in der es darum ging, regelmäßig ins Gym zu gehen. Wer nicht ins Gym gegangen ist, der musste 20 Euro Strafe zahlen. Wir haben uns vorher auf eine Anzahl von Tage geeinigt, die man in der Woche ins Gym gehen muss. Bei mir waren es 6 Tage und ich musste dann 6 Mal in der Woche einen Beweis in unsere WhatsApp-Gruppe schicken, dass ich ins Gym gegangen bin. Habe ich das nicht gemacht, musste ich 20 Euro zahlen. So habt ihr ein festes Commitment. Und am Ende ist gar nicht das Geld, was euch wehtut, sondern was euch am Ende tatsächlich durchziehen lässt, ist die Tatsache, dass ihr euch einfach schämen würdet, wenn ihr eine Sache nicht schafft. Ihr wollt der anderen Person oder den anderen Personen beweisen, dass ihr es durchziehen könnt, also macht ihr es auch. Also es ist so wichtig, sich irgendeiner Sache zu committen und das Ganze öffentlich zu machen. Schritt Nummer 4, ihr müsst euch Ziele setzen. Wer keine Ziele hat, der kommt auch nirgendwo hin. Ihr könnt nicht einfach sagen, ich will erfolgreich werden. Das reicht nicht, das ist kein konkretes Ziel. Ihr braucht genaue Ziele. Denn nur so könnt ihr auch wirklich erfolgreich werden. Wenn ein Segelboot kein Ziel hat, dann schwimmt es einfach nur herum, je nachdem, wie gerade der Wind ist. Wenn man aber ein bestimmtes Ziel hat, dann weiß man, wie man die Segel setzen muss. Und genauso ist es auch im Leben. Wenn ihr keine Ziele habt, dann arbeitet ihr mal hier, mal da, aber ihr kommt in keine Richtung. Ihr braucht aber Ziele. Und damit meine ich nicht nur ein extrem großes Ziel, sondern ihr braucht auch ganz viele kleine Zwischenziele, damit ihr genau wisst, was ihr jetzt zu tun habt, um diese Ziele zu erreichen. Und diese Ziele sind extrem wichtig, wenn ihr Disziplin aufbauen wollt. Weil es wird der Tag kommen, an dem ihr einfach keine Motivation habt, euer Ding durchzuziehen. Angenommen, ihr geht jeden Tag ins Gym, dann wird ein Tag kommen, an dem ihr einfach sagt, boah, heute habe ich überhaupt gar keinen Bock, ins Gym zu gehen. Und dann, in diesem Moment, ist es extrem wichtig, dass man sich seine Ziele vor Augen hält. Und wenn man sich seine Ziele vor Augen hält, dann wird einem klar, hey, ich muss jetzt ins Gym gehen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ihr diese Ziele nicht habt und an einem Tag keine Motivation habt, irgendwas zu tun, dann macht ihr auch nichts, weil ihr euch kein Ziel vor Augen führen könnt. Deswegen ganz wichtig, habt Ziele. Punkt Nummer 5 und dieser Punkt ist vermutlich der wichtigste Punkt, nicht nur im Bereich Disziplin, sondern in allen Bereichen des Lebens. Jeder hat es schon mal gehört, jeder kennt das Sprichwort, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und es ist nicht nur irgendein schönes Sprichwort, was viele tolle Leute immer sagen, sondern es ist wirklich die absolute Wahrheit. Und es ist so, so, so wichtig, mit welchen Leuten ihr euch umgibt. Wenn eure 5 besten Freunde alle den ganzen Tag faulenzen, nichts machen, Drogen nehmen, Alkohol trinken, was weiß ich. Selbst wenn ihr wollt, ihr werdet es extrem, extrem schwer haben, eure Ziele zu erreichen. Ihr müsst euch Leute suchen, die auch große Ziele haben, damit ihr auch eure Ziele erreicht. Und manchmal ist es möglich, dass man die Freunde ändert und sie mit auf den Weg nimmt, erfolgreich zu werden. Aber in den allermeisten Fällen ist das nicht möglich. Und so hart es auch klingt, aber ihr müsst euch dann wirklich entscheiden. Was ist euch wichtiger? Eure Freunde, beziehungsweise das gute Gefühl, das ihr habt, wenn ihr mit denen Spaß habt,
oder euer eigenes Leben und eure Ziele. Und wenn euch euer Leben und eure Ziele wichtiger sind, dann müsst ihr einfach Lebewohl zu euren Freunden sagen. Ich weiß, das ist hart, vor allem in der ersten Zeit, weil ihr dann erstmal keine Freunde habt. Das ist dann so eine einsame Phase. Aber wenn ihr das tut, was notwendig ist, um eure Ziele zu erreichen, dann werdet ihr auch Leute anziehen, die auch Ziele haben, die sie erreichen wollen. Und dann findet man auf jeden Fall neue Freunde. Dazu muss man auch mal auf Leute zugehen. Natürlich, die kommen nicht immer von alleine. Aber man findet diese Freunde auf jeden Fall, das kann ich euch versprechen. Und um das nochmal deutlich zu machen, wie wichtig das Umfeld ist, weil ich glaube, das unterschätzen viele. Hier mal ein kleines Beispiel. Angenommen, ich bin jetzt mit meinen zwei besten Freunden unterwegs im Urlaub. Meine beiden Freunde sagen die ganze Zeit, hey, lass heute mal feiern gehen, lass heute mal Alkohol trinken, lass heute mal auf alles scheißen, lass heute mal ungesund ernähren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann einfach mitmache, die ist riesengroß. Aber wenn meine beiden Freunde jetzt sagen, hey, wir gehen jetzt trainieren, wir arbeiten jetzt eine Stunde, dann werde ich nicht alleine da sitzen und sagen, nö, ich gehe heute nicht trainieren, nö, ich gehe heute nicht arbeiten. Nein, ich werde es auch tun. Ihr werdet einfach mitgerissen von dem, was eure Freunde machen. Und genau deswegen ist dieses Umfeld so extrem wichtig. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, wenn man das richtige Umfeld hat, braucht man kaum noch Disziplin, weil alles von alleine läuft. Und der sechste und letzte Schritt, der notwendig ist, um eiserne Disziplin aufzubauen, ist, sich nach und nach zu steigern. Und es ist ganz wichtig, denn Disziplin ist ein langer Prozess. Was nicht funktioniert, ist, sich zu sagen, ab morgen werde ich meditieren, lesen, 8 Stunden am Tag arbeiten, ins Fitnessstudio gehen, das und das machen. Das funktioniert vielleicht am ersten Tag, vielleicht auch am zweiten, vielleicht auch am dritten. Wenn ihr extrem motiviert seid, dann schafft ihr es vielleicht sogar eine Woche. Aber irgendwann wird die Motivation nachlassen. Und dann kommt es nur noch auf eiserne Disziplin an. Ihr habt aber noch nicht diese Disziplin, um so viele neue Routinen zu installieren. Und deswegen müsst ihr euch nach und nach rantasten, nach und nach neue Routinen installieren. Fangt also beispielsweise mit einer neuen Routine an. Zum Beispiel regelmäßig ins Gym gehen. Die ersten paar Tage vermutlich werdet ihr extrem motiviert sein, werdet regelmäßig gehen. Irgendwann wird diese Motivation nachlassen. Dann braucht ihr extrem viel Disziplin, um regelmäßig ins Gym zu gehen. Aber irgendwann, nach 3, 4, 5, 6 Wochen, wird es zu einer Routine. Es wird eine Gewohnheit und ihr braucht immer weniger Disziplin. Ihr macht es einfach. Ihr denkt gar nicht drüber nach. Und wenn dieser Punkt erreicht ist und ihr nicht mehr so viel Disziplin dafür benötigt, könnt ihr eure Disziplin wieder für was anderes einsetzen. Und zwar für eine neue Routine. Dann könnt ihr beispielsweise anfangen zu sagen, hey, ab jetzt arbeite ich jeden Abend noch 1 Stunde an meinen Zielen. Und dann macht ihr das wieder, macht es jeden Tag. Am Anfang seid ihr vermutlich wieder extrem motiviert. Nach ein paar Tagen lässt die Motivation nach und ihr braucht wieder extrem viel Disziplin, um das Ganze durchzuziehen. Aber irgendwann wird es wieder zur Gewohnheit, es läuft automatisch und ihr braucht weniger Disziplin und schon könnt ihr wieder die neue Gewohnheit installieren. Natürlich kommt es auch stark auf die neue Gewohnheit drauf an. Manche Gewohnheiten brauchen viel mehr Zeit als andere. Beispielsweise, wenn ihr immer bis mittags um 12 Uhr pennt und ab jetzt früh um 8 Uhr aufstehen müsst, dann ist es so eine krasse Gewohnheit, so eine Umstellung, dass es vermutlich nicht reicht, das einfach nur mal 3, 4 Wochen durchzuziehen. Das ist vermutlich sogar eine Sache, die man monatelang durchziehen muss, bis sie endlich mal zu einer richtigen Gewohnheit wird und automatisch läuft. Deswegen ganz wichtig, macht nicht zu viel auf einmal, auch wenn es verlockend ist, wenn man sein Leben umkrempeln will. Ich habe den Fehler auch schon oft gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich will jetzt Vollgas geben, ab morgen wird alles anders und es funktioniert auch, ja. Aber irgendwann ist die Motivation weg und dann habt ihr einfach nicht die Disziplin. Jeder würde sein Leben gern von heute auf morgen komplett umkrempeln, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, es ist nicht nachhaltig, deswegen müsst ihr das Ganze Schritt für Schritt für Schritt machen. Und dann wird es auch funktionieren. Wenn ihr diese 7 Schritte umsetzt, dann verspreche ich euch, dass ihr eiserne Disziplin aufbauen werdet. Dann könnt ihr nur erfolgreich werden und eure Ziele erreichen. Wenn ihr so wie ich das Ziel habt, extrem erfolgreich zu werden und was aus eurem Leben zu machen, dann abonniert gerne diesen Kanal. Hier gibt es ganz viel zum Thema, wie werde ich erfolgreich? Denn ich nehme euch mit auf meine Reise, wie ich Milliardär werde. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr Teil dieser Reise werdet und mit mir erfolgreich werden wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.